Die letzte Episode ging überhaupt nicht gut aus. Und wer es nicht mitbekommen hat, ich bin von dem Frachter-Missionsbug betroffen worden. Und das Ding war, ich war auf einem fremden Frachter, habe dort eine Mission angenommen und wurde direkt ins All geportet und bin entsprechend draufgegangen. Ist böse, ich habe es danach recherchiert. Ich bin nicht der Einzige, das ist ein genereller Bug. Und es ist aber unklar, ob das jetzt nur auf fremden Frachtern so ist. Es gibt Leute, die berichten, das war auch bei ihren eigenen Frachtern schon so. Und ich habe mich dann daran erinnert, dass ich auch auf dem Frachter eine andere Art Mission angenommen hatte. Und mir das auch schon passiert ist. Das war außerhalb von der Episode. Ich dachte mich bei, dachte, es wäre eher so unter ferner Liefen. Kann mal passieren, dass er rausglitscht. Aber es kann gut sein, dass das unabhängig davon ist. Denn man sollte auch Missionen für andere Frachter annehmen können. Und das hatte ich ja zum Beispiel anfänglich ja auch gemacht. So bin ich ja an meinen Frachter gekommen. Und muss mal gucken. Wobei ich mir nicht mehr sicher bin. Ich glaube, beim ersten Mal, wo ich den Frachter bekommen hatte, war ich in der Nähe des Frachters und wurde direkt über den Kommunikationskanal angesprochen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf meinem eigenen Frachter auch schon eben Missionen gestartet hatte. Und ich glaube, es war sogar einfach nur eine Flottenkommandomission und wurde dann auch rausgeportet. Im nächsten Patch 1.5.3 ist es zumindest noch nicht berücksichtigt, also zumindest nicht laut den aktuellen Patch Notes für den Patch 1.5.3, der bereits schon auf dem PC released worden ist. Auf der PS4 sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis das kommt. Das dauert ja immer etwas länger, weil die jeweiligen Patches dann bei Sony immer erst noch durch die Qualitätssicherung müssen. Aber ja, ich hoffe, im Patch 1.5.4 wird das der Fall sein. Und ich meine, wenn man überlegt, wir haben jetzt, es ist jetzt eine Woche rum, seitdem Patch 1.5.0 No Man's Sky Next erschienen ist. Und wir haben jetzt schon 1.5.3, also Hello Games ist fleißig. Und ich denke, spätestens jetzt wissen wir auch, dass sie fleißig sind. Und ich habe da keine Zweifel, dass 1.5.4 nicht lange auf sich warten wird. Ich hoffe, dass es weniger als 2 Wochen sind, denn in 3 Wochen bin ich schon im Urlaub. Das heißt, es wäre ganz schön, denn diese Frachtermissionen sind natürlich eine tolle Einkommensquelle. Und da hätte ich schon Bock drauf, das auch nutzen zu können. Aber gut, wir sprechen jetzt erstmal mit Geheimniswahrer Uskaya. Du bist später dran als erwartet. Die Daten wurden gesammelt, ausgetauscht und angewendet. Dich erwarten neue Werkzeuge wie vereinbart. Der Korvax hat Pläne, sowohl die Basis als auch den Exo-Anzug zu überarbeiten. Wo befindet sich deine Basis? Welche Art des Gefahrenschutzes erfüllt deine Bedürfnisse? Also es gibt sehr viele kalte Basen, wobei, damit kam ich immer ganz gut klar, beim Basenplaneten. Ich nehme Strahlungsschutz. Also ich habe das Gefühl, dass die Planeten, bei denen ich verstrahlt waren, dass die mir am meisten zugesetzt hatten. Also bei Hitze und Kälte hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da so schnell irgendwas machen muss, aber bei Strahlung kann aber auch nur ein reines Gefühl sein. Vorzügliche Wahleindringling. Verschwinde sofort von hier und vergrößere deine Basis. Möge sie sich als mächtige Festung erweisen, während du das Universum erkundest. Gra. Vielen lieben Dank. Genau, ich will jetzt aber gar keine neue Basis bauen. Ich will erst den Traumplaneten, auf dem ich diese Basis bauen kann. Und ich möchte ein Schiff mit mehr Plätzen. Und ich glaube, ich nehme jetzt auch irgendwie das nächstbeste Schiff, was viel mehr Plätze hat und zumindest im Rang ein bisschen besser ist. Weil das ist kein Zustand. Mit 16 Plätzen, also ich habe echt übelste Probleme mit meinem Inventar. Oh. Ich kann mir das bestimmt nicht leisten. Aber gucken wir mal. Flieg nicht weg. Flieg nicht weg. Rücksichtslose Väter heißt das. Mein Freund. Ich will kaufen. Bitte, bitte. Nicht Millionen. 28 Plätze. Rang B. Nein. Selbst wenn ich es eintausche, 8,8 Millionen. Ah, so ein schönes Schiff. Verdammte Scheiße nochmal. Und ich zeig mal, wenn wir jetzt schon hier sind. Für diejenigen unter euch, die jetzt relativ neu in No Man's Sky unterwegs sind, wie ihr an einen verbesserten Hyperantrieb kommen könnt. Wenn ihr auf den Raumstationen, ich muss mal gucken, welcher NPC, ich glaube der vorletzte oder der letzte,
Wir verkaufen Hyperantriebe oder verbesserten Hyperantrieb, Baupläne für Nanithaufen und zwar günstig. So, gucken wir mal, ob die überhaupt angezeigt werden. Das ist bei ihm ein bisschen anders. Große Raketenrohre. Ja, Wirtschaftsscanner. Ich habe halt viel Nanit, aber ich spare es trotzdem noch auf. Raumschiffwaffe ohne Zielsuchfunktion. So, Phasenstrahler wäre auch gut. Tritium und Technologiemodul. Das habe ich auch. Das wäre natürlich nicht schlecht, als Bauplan zu haben. Zyklotronballiste. Feuert eine große konzentrierte Kugel aufgeladene Partikel auf ein frontales Ziel und verursacht schweren Schaden. Folgt ihre Flugbahn, bis sie auf ein Hindernis trifft. Ja, ablative Panzerung kaufe ich auch. Ich baue sie noch nicht, aber schon mal gut, die zu haben. So, Emeril-Antrieb. Boah, Cadmium brauche ich da. Brauche ich jetzt aktuell noch nicht. So, ich glaube, bei ihm war es dann. Wobei das von Station zu Station unterschiedlich sein kann. Ich habe nämlich nicht ganz so drauf geachtet, wie das mit den Bauplänen auf den Raumstationen aussieht. Ja, ist unterschiedlich. Ist ein wenig unterschiedlich. Aber bei diesen NPCs könnt ihr eben für Nanithaufen, könnt ihr eben euch dann eben auch ein Hyperantriebs-Technologiemodul kaufen. Recht günstig. Und ja, das ist schon ziemlich praktisch. Denn damit könnt ihr dann auch in bestimmte Systeme springen. Also es gibt bestimmte Systeme, in die ihr nur springen könnt, wenn ihr halt ein entsprechendes Hyperantriebsmodul drin habt. Oder die Technologie dafür. So, hier könnt ihr euch an diesem Teil immer auch euren Exo-Anzug verbessern. Kostet jedes Mal ein bisschen mehr. Ist aber einfacher, als wenn ihr da diese Nanopods sucht. Es gibt ja diese Nanokapseln, oder ich weiß gar nicht, ob sie Nanokapseln heißen, aber diese Pods. Das sind so halb-eierförmige Kapseln, die ihr auf dem Planeten finden könnt. Dort ist es mittlerweile so, dass ihr die reparieren müsst, dann könnt ihr euren Anzug upgraden. Ich glaube auch für Umme. Früher war das so, dass ihr dort dann halt eben Units geblecht habt, um dann eben an diesen weiteren Platz für einen extra Anzug zu kommen. Aber mittlerweile ist das irrelevant, da ihr ja hier auf den Stationen dann immer in der Ecke dann euren extra Anzug eben aufwerten könnt. So, schwerer Diebstahl, vermisste Person finden. Ja, das habe ich schon mal gemacht, da habe ich nur einen Nanit bekommen. So, vierbeinige Wächter eliminieren und ich kann das sowieso nicht machen hier. Ich habe nicht die notwendigen dann. Quantumbeschleuniger, vier Wächter eliminieren. Ihr bist so, ihr seid, die Korvax sind doch eher ein wissbegieriges Volk. Warum die so blutrünstig sind jetzt hier an der Stelle, weiß ich auch nicht. Es sind viele Kampfmissionen. So, ich muss mal ein bisschen Platz machen. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich verkaufe das Zeug jetzt einfach. Phosphor, Sternknollen, leuchtende Beere des Sterndorns. Ja, ich habe jetzt erstmal nicht vor, in die Botanik zu gehen, deswegen verkaufen wir das. Herox, Boskitz-Kristall. Einmal ein bisschen Platz machen. Ulanium. Ja, Silber brauche ich. Das schicke ich auf den Frachter. Kupfer, Kohlenstoff brauche ich, Ferrit brauche ich, Waikin-Bildnis. Könnte ich verkaufen, ich kann aber auch eben bei einem Waikin, je nachdem, wenn sie Bock drauf haben, kann ich denen das eben auch geben, kriegt dafür auch irgendwas Gutes. So, auch hier Agrarsubstanz, verkaufe ich jetzt erstmal die ganzen Agrarsubstanzen, weil da kann ich sicher sagen, das werde ich die nächsten, sagen wir mal, mindestens 20, 30 Spielstunden nicht nutzen. Höchstens mal im Rahmen einer Mission, dass ich da was anbaue. Aber das war's dann auch. Also. So, für die Botaniken so habe ich jetzt noch gar keine Zeit. Das machen wir mal, wenn ich dann eine fette Basis habe. Ich meine, man kann das auch auf den Frachtern machen, aber ja, das reizt mich jetzt überhaupt nicht. Es scheint, als würden eine Vielzahl von Prozessen in der elektronischen Lebensform ihre Arbeit verrichten. Einer dieser Prozesse ist sehr einfach und schnörkellos und dient wohl dazu, mit Kreaturen von niedriger Intelligenz zu kommunizieren. Im Moment ist es scheinbar ein Teil des Prozesses auf mich ausgerichtet. So, um Hilfe mit dem Korvax-Dialekt, bring mir ein Wort bei. Silikat, vielen Dank. Und das mit dem Teleport ist halt auch eine geile Sache, finde ich.
weil ihr halt so dann einfach wirklich ohne Probleme in den Systemen nochmal springen könnt, plus dann nochmal halt eben auch zu einem Außenposten. Das ist schon ziemlich cool. Praktisch ist auch, das war eigentlich gar keine Absicht, aber es ist schön, dass es so ist. Das erste System, das habe ich eben Nerd Universe Sphäre genannt, oder Nerd Universe eigentlich. Und somit sieht man halt auch gleich, okay, das sind Sphären und zwar in der Chronologie von unten nach oben, das heißt vom ersten System bis halt eben zum aktuellsten System, also dem letzten System, in dem ich war. Und auch hier der Filter, wenn ihr mal guckt, Filter deine Basen, das ist halt eben dieses Hütchen, das ich da gebaut habe, plus aber hier Filter Basen anderer Spieler. Für diejenigen, die sich schon gefragt haben, okay, wie läuft das ab beim Multiplayer, wenn ich dann eine Session bin bei jemandem und bin dann vielleicht doch im Arsch der Welt oder wie komme ich dann hin zu der Person? Also bisher war es bei mir so mit dem Kumpel, wir waren gleich in der Nähe, also er war das eine Mal ein Planet von mir entfernt und das war kein Zufall, sondern es war dadurch, dass er wirklich der Session beigetreten ist. Es wäre viel zu viel Zufall, dass er da in dem Moment in demselben System gewesen wäre und dann auch noch ein Planet von mir entfernt. Und so könnt ihr aber hin und her reisen, braucht euch da keine Sorgen machen oder überlegt euch dann dreimal, ob ihr dann Multiplayer macht oder nicht, weil ihr dann ständig hin und her reisen müsst. Wäre natürlich auch doof. So, instabiles Gel. Lass ich erstmal drin. Ich guck mal, dass ich Sachen rüberpacke, die ich dann auch gut stapeln kann. Das Raumschiff dann eine höhere Stapelgröße hat. 250 haben wir im Exo-Anzug, 500 haben wir im Raumschiff. Und da haben wir jetzt schon mal zwei Slots frei, einfach nur, weil wir das Tritium rübergepackt haben. Und ich brauche das auch, auf dem Planeten brauche ich das auch nicht. Aber das Raumschiff braucht das. So, jetzt haben wir wieder auch ein bisschen mehr Platz. Inventarsimulator. So. Ich fliege jetzt auf einen der unentdeckten Planeten. Und werde nach Signaltürmen suchen. Zwecks anderer Schiffe. Wenn ich Handelsposten begegne oder an Handelsposten vorbeikomme, werde ich da auch landen. Um ab und zu mal zu gucken, einfach ob dann auch ein gutes Raumschiff vorbeikommt. Damit ich aber jetzt nicht jetzt, wie zum Beispiel hier auf der Raumstation, einfach warte und dass ein schönes Schiff kommt, verknüpfe ich das. Das heißt, ich fliege jetzt erstmal eben auf einen Planeten. Auf den hier, Anis 8, auf dem war ich noch nicht. Und suche eben nach Signaltürmen, damit ich nach Notfallsignalen scannen kann. Währenddessen bekomme ich vielleicht mit Glück eine Kryopumpe gejobbt und sammle auch zwischendrin immer wieder mal Ferritstaub bzw. Kupfer. Ich sammle Kupfer, damit ich daraus chromatisches Metall herstellen kann, damit ich damit dann endlich mal anfangen kann, mein Multiwerkzeug zu reparieren, weil es massiv viele Technologien drin hat, die beschädigt sind, die ich mit Sicherheit aber in irgendeiner Art und Weise gebrauchen kann. Und verknüpfe so diese ganzen Tätigkeiten, damit das einfach schön effizient bleibt und ich habe gleichzeitig auch Spaß dabei. Plus zusätzlich gibt es eh immer irgendwas, was dann noch irgendwie an Ereignissen eintritt. Von daher freue ich mich schon auf die nächste Begegnung. Das ist so, was No Man's Sky mittlerweile halt wirklich schön macht, einfach finde ich, dass man ist jetzt halt auch wirklich unterwegs. Dieser Forscher und Erkunder, dieser Forscherdrang, der wird stark befriedigt. Und irgendwie kann ich auf diesem Planeten gar nicht landen. Warum nicht? Ah, und da ist ja noch die Ruine. Das wundert mich jetzt. Ist der Planet so fertig, dass man da nicht drauf kann? Ist er. Der Planet ist tot. T-O-T-H, tot. Keine Ahnung mehr, welcher Film das war. Auf jeden Fall war er albern. Und das hier sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht. Gruselig. Seht ihr das? Diese zwei Augen? Ich glaube, das nennt man
Das ist ein Phänomen beim Menschen, das nennt man Pareidolie, glaube ich. Das ist der Zwang oder die Kodierung des Gehirns in unscheinbaren Mustern ein Muster zu erkennen. Also wir haben, ich finde das sehr interessant, wir haben in unserem Hirn, uns ist einprogrammiert, dass wir quasi immer nach Mustern suchen. Denk mal drüber nach. Ich meine, es gibt nichts an unserem Körper oder die Art und Weise, wie die Sinne bei uns aufgebaut sind und so weiter, die sinnlos sind. Also erfüllen ja irgendeinen Zweck. Mustererkennung kann natürlich für das Überleben natürlich super wichtig sein, aber ich finde es insgesamt interessant, weil man sich auch so dadurch ableiten kann, dass man in einer gewissen Art und Weise auch schon darauf programmiert sind, Neues zu entdecken, also Neues zu erkunden, zu erforschen. Was ist denn Forschung? Ne? Das Bekanntmachen von unbekannten Dingen, das Erlernen oder das Informationen erhalten über Dinge, die uns noch unbekannt sind. Und wenn ich ein unbekanntes Muster habe oder etwas habe, was ich erstmal nicht kenne als Mensch, dann gibt es ja einen bestimmten Prozess, einen Denkprozess in Kombination mit den Sinnen und Erfahrungen, die dazu führen, dass wir dann etwas erkennen. Als schönes Beispiel, es gibt so eine Geschichte und die ist auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß noch nicht mehr die Quelle, aber das heißt, dass zum Beispiel die frühen Ureinwohner Nordamerikas, dass die zum Beispiel die Schiffe der Spanier nicht erkannt hatten. Also sie konnten sie nicht sehen. Also sie waren zwar am Horizont sichtbar, aber dadurch, dass sie so etwas noch nie gesehen hatten und das nicht kannten, konnten sie es nicht erkennen, was es ist. Also das ist eigentlich, glaube ich, besser ausgedrückt. Sie konnten nicht erkennen, was das ist. Ja, weil das etwas war, was sie noch nie in ihrer Realität wahrgenommen haben, in irgendeiner Art und Weise. Ja, total krass. Also. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel, was mir sehr gut gefällt bei H.P. Lovecraft, bei den Geschichten von H.P. Lovecraft im Cthulhu-Universum. Er spielt mit diesem namenlosen Grauen. Also es gibt nichts Schlimmeres und nichts Gruseligeres als das Unbekannte, das unbekannte Grauen. Und bei Lovecraft gibt es ja manche Geschichten, wo die Protagonisten dann Begegnungen haben mit Wesen, die so abgefahren anders sind, dass dass ihre Psyche und ihr Gehirn das überhaupt nicht verarbeiten können so. Und das nur in einem endlosen Grauen mündet halt. Total krass. Das ist auch etwas, was ich mir manchmal vorstelle, wenn ich so meiner Alien-Leidenschaft dann manchmal darüber nachdenke, so wie das sein könnte, wenn man auf Alienrassen trifft. Dass es, glaube ich, sehr gut sein kann, dass man manchmal vielleicht gar nicht erkennt, versteht, was einem gegenübersteht oder fliegt oder was auch immer. Ja, dass eine Alienrasse quasi so dermaßen anders ist, dass wir das überhaupt gar nicht verarbeiten können. Finde ich sehr interessanter Gedankengang. So. Grelles Licht bricht aus der antiken Markierung hervor. Es umschließt mich und taucht meinen Verstand in die Erinnerungen und Stimmen der Korvax-Echos. Die Träume der Entitäten, die hier einst ihre Götter angebetet haben, werden die meinen. Das Humnin-Mimu-Fragment. So. Um Hilfe bei der Sprache bitten oder suche Wissen der Vergangenheit? Ich suche Wissen der Vergangenheit. Historische Daten enthüllt. Das ist eine uralte Ruine. Ja, da werde ich mich definitiv hinbewegen. Schaut mal die Aussicht an. Göttlich. Goldener Himmel und göttliche Aussicht. So. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Ferritstaub farmen. Dann fliege ich zu dieser Ruine. Und
Und ja, gucken wir mal, wo wir in der nächsten Episode sind. Auf welchem Planeten, in welchem System, was wir tun, was wir machen. No Man's Sky bietet viele Möglichkeiten. Das Schöne ist, selbst wenn ihr No Man's Sky kennt, ist es immer was Neues oder ist immer was anderes, was ihr noch nicht gesehen habt. Wenn ihr hier auf dem Channel vorbeischaut oder auch auf anderen Channel vorbeischaut, das macht das Spiel mitunter aus. Ich danke euch fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Howdy, Piloten und Pilotinnen.